Hallo, willkommen zu Battle Axe, einem Hack and Slay Arcade Spiel. Wir werden jetzt heute den Arcade Mode Easy sehen. Es gibt noch den Arcade Mode Hard. Wir sehen den Weltrekordhalter, nämlich Jimmy Diamonds, der auch mit der einzige Runner im gesamten Spiel ist. Also es runnt kein anderer dieses Spiel außer er. Ja, das Spiel ist vom, witzigerweise steht da 2020 auf Steam, wird gelistet, oder auf speedrun.com wird 2021 gelistet. Und ja, es gab ein Subgoal zwischen den drei Charakteren, die es in diesem Spiel gibt, nämlich Iolo, Farr und Runny. Was einfach, Iolo ist ein Zauberer, Farr ist eine Elfkriegerin und Runny ist ein Plünderer. Und wir werden wahrscheinlich, wenn ich es gerade richtig noch gesehen habe, die Elfenkriegerin Farr sehen. Der Unterschied zwischen den dreien ist relativ minimal. Hätten wir den Zauberer gesehen, dann werden wir wahrscheinlich ein Item weniger holen. Da wir aber die Elfenkriegerin sehen, ist es basically fast derselbe Run, als würden wir mit Runny laufen. Unterschied ist einfach nur, dass Farr schneller ist als Runny. Wegen Gewicht. Easy VR. Ich weiß gerade nicht mehr, was seine Zeit war. Ich habe mir die Zeit vergessen aufzuschreiben. Wir können ja mal gerade nachgucken. Auch so wird es ein VR. Ja, das Game ist noch nicht gewechselt worden von Sif. Gib mir a second, dann mache ich das eben. Ja, kein Ding. Wäre ein bisschen schlecht, wenn der Run 28 Minuten ginge und das Estimate bei 15 wäre. Der Run geht auch nicht irgendwie lang. 7 Minuten oder so ist glaube ich, sein VR. Subco ist auch noch drin, ne? Ja, okay. Ich glaube, da musste Sif ganz schnell aufs Klo. Ist ja kein Ding. Ah, ist kein Ding. Battle Axe. Mensch Game. So. Dann können wir jetzt gerade nachgucken. Ja, 5 Minuten. Ist halt für eine der Personen, also wird nur für eine Person nachgeguckt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat eine Minute mehr. So, und da sind wir im Game und wie gesagt schon, es ist ein Hack-and-Slash-Arcade-Game. Und das Einzige, was wir großartig machen, ist, also er zeigt jetzt gerade ein bisschen die Mechaniken, weil was du eigentlich machen würdest, ist einfach jetzt durchdashen und laufen. Und das war's eigentlich auch schon fast so. Es gibt ein paar Items, die wir aufsammeln, beispielsweise sowas wie die Zauberrolle, die eine kurze Explosion auf dem Feld macht, oder was wir von Anfang an dabei haben, so ein Stück Fleisch, was Heilung ist. Oben links seht ihr halt so einen Kombometer, der uns nicht interessiert. Dann unsere HP, die werden wir nicht groß upgraden oder so. Geht theoretisch per Item, aber wir werden wahrscheinlich auf den 4 bleiben, außer er geht irgendeine Safe Strat. Und wir werden ein bisschen Geld sammeln, weil wir mit Farr spielen, zwei Items kaufen werden, nämlich ein Speed-Item, einfach um ein bisschen schneller zu sein, und extra Strength, um ein bisschen mehr Schaden zu machen. So, aber ihr zeigt gerade ein bisschen mehr von dem Game als im Run, weil im Run rennst du einfach wirklich durch. Wir müssen ab und zu mal so Türme oder ähnliches besiegen, weil auf dem Weg dann unser Weg blockiert wird mit so einem Elektrozaun, ich nenne es Elektrozaun, und wir haben den ersten Mini-Fight, bevor das Level endet, nämlich ein Boot, auf dem eine Kanone ist, die uns anschießt, und wir schmeißen unsere Schwerter. Und das war der erste Boss. Nice. Und so wie das Spiel jetzt aussah, sehen wir das jetzt mindestens noch 3 bis 4 Mal. Nach jedem Level kommt halt eine Händlerin und sagt so, ja, willst du was kaufen? Wir kaufen beim ersten Mal eigentlich ein Speed-Item, er hat zu wenig Gold gesammelt, deswegen werden wir das gleich erst holen. Und ja, das war's von dem Spiel. Ich muss dazu sagen, Jimmy gibt mir gerade komplette Arctic-Vibes, ne? Ja, er redet sehr, sehr viel. Er hat richtig Spaß an seinem Spiel. Das Spiel sieht auch an sich bestimmt ganz fun aus, aber der Speedrun ist halt jetzt wirklich nicht mehr, als außer wir dashen und versuchen, ein paar Türme kaputt zu machen, schnell. Es gibt irgendwie noch ein paar Secret-Sachen, die man finden kann, wie ich das gesehen habe. Aber ja, die interessieren uns halt einfach nicht. Und teilweise besiegen wir auch Gegner, damit die uns nicht die ganze Zeit hinterherrennen und uns umbringen.
Ja, ein weiteres Spiel für Exo. Durchrennen und töten. Und ja, jetzt haben wir gerade eine Bombe eingesammelt. Die brauchen wir gleich noch für den Boss, weil man kann den nächsten Boss ein bisschen quickkillen. Wären wir jetzt der Zauberer, wäre das kein Problem. Da bräuchten wir die Bombe nicht, weil der Zauberer ist scheinbar so OP, dass man dafür keine Bombe braucht. Aber da wir FAE spielen, schmeißen wir jetzt gleich auf den Boss, was eine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eine riesige Krabbe ist, eine Bombe und machen ein bisschen mehr Schaden direkt zu Beginn. Und danach wird einfach draufgehauen. Nice. Ja, das ganze Spiel hat übrigens, wenn wir das Schiff als Boss zählen, 4 Bosse. Und damit auch gleich 4 Stages. Und dann ist es vorbei. Und ja. Die Story ist halt, so wie ich das gesehen habe, dass dieser Ort namens Ifeldred, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Ich habe keinen Sprachkurs dafür begangen, um herauszufinden, wie dieser Ort heißt. Aber Ifeldred wird halt von einer bösen Hexerin. Ah nee, warte, Ifeldred hieß die Hexerin. Ich bin dumm. Ich kann meine eigenen Notizen nicht mehr lesen. Der Ort wird von Ifeldred, einer Machthaberin, Hexenmeisterin, erobert, beziehungsweise ist erobert. Und die Leute nehmen es einfach hin, bis auf unsere 3 Helden, von denen wir einen spielen, die sich so denken, so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Übrigens, hier ist der Boss eine riesige Krabbe und wir sind tot. Aber das ist kein Problem, weil wir spawnen einfach wieder am selben Punkt. Ja. Übrigens ist das Spiel gerade im Angebot. Ich habe nochmal nachgeguckt für irgendwie 50% weniger. So, und jetzt haben wir Speed Up gekauft. Wir kaufen auch jetzt nochmal extra Strength. Einfach um mehr Schaden auch reinzudrücken. Die anderen Items, wie gesagt, ist halt mehr Leben. Mehr Angriff, mehr Schutz. So der übliche Stuff, den man kennt. Und was denkt Chat von dem Spiel? €13 für ein Spiel mit 72 Passiv sind schon happig. Ich frage mich, wo das Problem der Leute da ist. So wie ich das gelesen habe, ich habe ein bisschen die Rezession mir angeguckt. Man muss halt sagen, das Spiel kostet, wenn wir jetzt nicht den Sale hätten, knapp das Doppelte. Ja. Und hat nicht wirklich viel Content. Und ja. Ja, es ist ein cooles für 5 bis 10 Euro hätte ich es verstanden, aber irgendwie kostete es ganz, glaube ich, 26 Euro bei Release. Ja, es soll sehr oldschool auch aussehen. Ich glaube, für so zwischendurch hat man bestimmt mal seinen Fun damit. Jimmy, kind of mad how far you've come. Keep living the speed dream, and this is a PSA for all events people. Hire this man if you need hype. He has it in bucket loads. 22 Minuten wird bei How Long to Beat für das Spiel durchspielen angegeben. Ja. Also, wie gesagt, das ist halt nicht wirklich lang, aber das muss ja nicht viel. Also, Preis und Länge eines Spiels ist ja nicht direkt wichtig. Oder gibt ja nichts aus. Ja, also ich sag schon ganz gern, dass ich für das, was ich zahle, auch eine gewisse, ich sag mal, Zeit Unterhaltung haben möchte. Und da kommt es eben drauf an, wenn das Game so kurz ist, dann muss es einen gewissen Wiederspielwert haben. Und kommt halt darauf an, ob es den hätte dann für mich. Nee, das ist wiederum wahr, ja klar. Also es ist so ein bisschen, es ist halt ein Arcade-Game, was darauf, glaube ich, viel ausprägt, dass du versuchst, einen höheren Highscore und schneller durchzukommen. Aber mehr ist halt dann nicht. Früher wurde sowas als Demo-CD bei Gamer-Magazinen beglegt. Heute verlangen diverse Publisher Vollpreis für sowas. Ich glaube, es ist von keinem großen Publisher, wenn ich es gerade noch in Erinnerung habe. Ja, ich kann noch mal nachschauen. Ja, ja. Gerade offen.
Nee, das ist Entwickler Bittenbüro, Publisher ist Numskull Games. Macht mir beides nicht sonderlich viel. Nö, mir auch nicht. Ich meine, ich muss sagen, der Artstyle ist halt ganz cool. Jetzt gerade hier so zum Beispiel in diesem im Vulkangebiet. Übrigens haben wir gerade die letzte Kiste geöffnet, wo eine Bombe drin ist. Die brauchen wir nicht. Wir nehmen die Schriftrolle mit. Für den Boss gleich. Weil, wie gesagt, die Schriftrolle macht halt, dass eine Explosion auf dem Feld stattfindet. Während die Bombe halt gezielt eine Explosion macht. Übrigens, ja, wir werden jetzt kein Weltrekord mehr sehen. Wir sind schon längst über die Zeit. Aber das Estimate sollten wir eigentlich nicht überschreiten. Mhm. So, jetzt haben wir hier nochmal so eine kleine Battle Area, wo wir diese Tower kaputt machen, um weiterzukommen. Anscheinend kommt auch keine Updates mehr oder so. Es ist ein fertiges Game, so ist es gedacht. Aber ja, wir sind jetzt gleich auch schon beim Boss. Also beim finalen Boss. Bei der Hexenmeisterin, die wir umlegen. So. Da ist sie. Natürlich ist sie nicht einfach nur eine kleine Person, die wir jetzt einfach umnieten. Nein. Ja, Final Boss braucht noch eine Second Phase. This isn't even my final form. Ja, da haben wir übrigens gerade die Explosion noch gesehen von der Skrull. Um sie ein bisschen mehr direkt zu killen. Und ja, und jetzt kommt ihre Final Form. Die daraus besteht, dass sie Hände benutzt, die uns nicht mal treffen und wir einfach nur draufhauen auf ihr Gesicht. Aber leider hat der One-Cycle nicht funktioniert. Eigentlich kannst du sie One-Cyclen. Und Time. Ich glaube, jetzt müssen wir das Sub-Goal auch nicht mehr wegmachen. Das Game ist durch. Ja, das war Battle Axe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein wundervoller Run. Und WB Sif. Und jo. Willkommen zurück, Sif. Danke. Es sah ganz hübsch aus. Es sah wirklich hübsch aus. War halt wirklich gerade. Also Jimmy hat halt wirklich gerade einen Archic-Mode aktiviert und ich feiere sein Stirnband. Ja, den Runner, den feiere ich. Das Game sah hübsch aus. Sieht okay aus, aber würde ich mir für den Preis ehrlich gesagt nicht holen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe den Wiederspielwert nicht. Ich auch nicht so wirklich. Also es sieht nicht not bad aus. Ich würde wahrscheinlich für einen Zehner würde ich es nehmen. Eventuell.